Herzlich willkommen zum Soul Food Journey Podcast und einer neuen Soul Session mit Marlene Forstinger. Marlene habe ich schon ganz lange auf dem Schirm, da wir, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das erste Mal Kontakt hatten, doch Marlene hat vor längerer Zeit oder ziemlich am Anfang, als es den Podcast gab, hat Marlene selber den Podcast gehört und seitdem ist mir auf jeden Fall ihr Name geläufig und vor kurzem hatte ich dann wieder einen Impuls und habe Marlene einfach zum Podcast-Interview eingeladen. Sie hat sich sehr gefreut und ich bin so unfassbar dankbar, dass Marlene ihre Geschichte so transparent und so leicht teilen kann heutzutage. Und du wirst es auch im Interview spüren, wie lebendig es sich auf der einen Seite anfühlt, ihrer Geschichte zu folgen, ihren Worten zu folgen, ihren Erzählungen zu folgen und gleichzeitig aus einer so reflektierten Perspektive von heute aus auf diese Geschichte drauf schauen zu können, so als würden wir diese Geschichte wie einen Film anschauen. Das ist eine unfassbare Gabe aus meiner Sicht und das macht auch diese Podcast-Folge so besonders und ich bin mir zu 100% sicher, dass du hier aus dieser Folge ganz viel Kraft, Mut, Neugier oder auch Hoffnung schöpfen wirst. Also komplett natürlich unterschiedlich, je nachdem, wo du stehst auf deinem Weg, doch es wird dir definitiv etwas mitgeben, damit du den nächsten Schritt angehen kannst auf deinem Weg oder damit du wieder mehr Zuversicht, mehr Vertrauen in dich hast, um an dich zu glauben und um mit einer neuen oder auch einer minimal veränderten Haltung gegenüber deinem eigenen Heilungsweg weiterzugehen. Und was ich besonders schön fand, war, dass Marlene auch so betont hat, dass sie sich auf ihrem Heilungsweg nie gestresst hat, was das Gesundwerden betrifft. Als sie sich entschieden hat zwischen Leben oder Essstörung und es für sie darum ging, ich möchte wieder leben und ich möchte das Gefühl haben zu leben und ein Lebensgefühl wieder entwickeln, sodass ich das in meinem Herzen spüren kann, hat sie sich nie gestresst. Sie ist ihren Weg gegangen und sie hat den Moment angenommen, so wie er ist und hat aus allem, was war, gelernt und sich selber mehr kennengelernt und verstanden und verstehen vor allem auch gelernt. Sich selbst zu verstehen. Ja, aber bevor ich jetzt hier noch weiter anteaser oder spoiler, wünsche ich dir einfach ganz, ganz, ganz viel Inspiration und unfassbar viel Freude bei dieser Podcast-Folge und ja, ich bin unfassbar gespannt, was du mitnimmst. Also schon jetzt, obwohl ich es eigentlich immer am Ende sage, ich freue mich riesig, wenn wir uns dazu austauschen, wenn du einen Kommentar bei Instagram hinterlässt oder in der Facebook-Gruppe ins Gespräch gehst mit der Community oder natürlich auch, wenn du Marlene schreibst. Also schreib ja auch unbedingt eine Nachricht, wenn du diese Folge gehört hast, denn ich weiß, dass ihr Herz dabei aufgeht. Das weiß ich einfach. Und jetzt ganz viel Spaß bei dieser wundervollen Podcast-Folge. Herzlich willkommen im Soul Food Journey Podcast, liebe Marlene. Ich freue mich riesig, dass wir beide heute hier sind. Und wir haben eben schon ganz kurz gesprochen und du hast schon so eine kleine Vorgeschichte erzählt. Und deswegen freue ich mich gerade umso mehr, dass wir jetzt beide hier sind und du auch vor mehreren Jahren schon selber den Podcast gehört hast. Und jetzt sitzt du hier, bist mein Gast im Interview. Ich freue mich einfach total. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch total, dass ich da bin. Und wie gesagt, dass ich jetzt mal aus der anderen Perspektive einfach sprechen darf und auch ein bisschen meine Geschichte erzählen darf, dass man das ja wirklich rausschaffen kann. Und gerade eben unter dem Aspekt, dass ich es früher als wirklich nur mittendrin in der Essstörung gehört habe. Und das bedeutet mir halt richtig, richtig viel. Also danke, dass ihr da seid. Ja, total gerne.
Du hast ja gerade schon so angerissen, jeder weiß oder jeder vermutet natürlich, der jetzt hier den Podcast hört, alle wissen, dass alle Menschen, die hier im Interview sind, haben in den meisten Fällen, außer es sind irgendwelche Fachpersonen aus irgendwelchen Fachbereichen, doch jeder hat seine eigene Geschichte mit einer Essstörung. Und magst du uns einmal so mit in deine, ja, in deine Vergangenheit nehmen? Also je nachdem, wie viele Jahre das quasi zurückliegt, kannst du ja auch gerne mal sagen, wie viele Jahre reisen wir jetzt zurück bis zu einem Punkt oder bis zu einem Ich von dir, wo du sagen würdest, da war ich so komplett mit meiner Essstörung identifiziert und hab quasi damit gelebt. Ja, ich würde vielleicht, ich hoffe, man versteht mich ja gut, weil ich komme eben aus Wien und ich glaube, manchmal steckt ein bisschen der Dialekt durch. Also ich glaube, die Essstörung an sich hat schon sehr früh angefangen, wo es mir noch gar nicht so bewusst war. Also es ploppen immer wieder mal so Erinnerungen auf, auch schon von mir als 5-jähriges Mädchen, die irgendwie so im Bett gelegen ist und sie so wirklich, also ja, einfach nichts mehr gewünscht hat, als am nächsten Tag aufzuwachen und einfach viel dünner zu sein. Und also dieses Bewusstsein über Zahlen auf der Waage war damals schon präsent, wirklich, wo ich sehr, sehr jung war. Ich habe eine ältere Schwester, die war von der Statur her ganz anders als ich, also sehr, so sehr, sehr dünn. Und ich habe einfach immer schon, ja, war ein bisschen fester einfach von der Statur. Und mir ist das auch von außen immer sehr, ja, sehr nahe gebracht worden, einfach du kleines Pummelchen und ist einmal weniger und so. Also es hat sich schon sehr früh irgendwie, ja, war das einfach schon ein Thema in meinem Leben. So wirklich zu einer Essstörung geworden ist es dann so mit 13, würde ich sagen. Das war aber, ist so einhergegangen mit, ja, wirklich depressiven Verstimmungen, auch selbstverletzendem Verhalten. Das war so ein bisschen, wie man sagen wird, glaube ich, ja, so eine Pubertät, die halt vielleicht so ein bisschen, wo man so ein bisschen rebelliert und auch mit den Eltern und so. Genau, aber bei mir ist dann eben dieses Essensthema sehr schnell, ja, sehr belastend geworden. Und heute ist es auch spannend, wenn ich so zurückdenke, weil ich mir wirklich so erinnern kann. Also bei mir hat das Ganze schon so mit anorektisch angefangen, aber es ist dann sehr schnell zur Bulimie geworden. Und damals, also dann so mit 14, ich glaube, da war das noch gar nicht so ein Bewusstsein, irgendwie, okay, es gibt Essstörungen. Das war so, ich kann mich erinnern, ich habe gar nicht recht gewusst, was los ist mit mir. Also ich habe zwar gewusst, okay, nach dem Essen, ich erbrich. Früher war das anders, ich ist sehr viel heimlich. Es passiert generell sehr viel im Heimlichen. Ich isoliere mich sehr, ich ziehe mich zurück vor allem, irgendwas ist komisch, ich bin nicht glücklich. Aber es war mir nicht wirklich klar, dass das eine Essstörung war. Und ja, ich denke, ab so 14, 15 hat für mich dann eine sehr spannende Reise irgendwie angefangen. Also da war das dann so klassisch noch in der Schulzeit, wobei ich bin mit 15 quasi, da war mein erster Psychiatrieaufenthalt, da war die Bulimie schon sehr fortgeschritten und es war dann, zu Hause dann einmal so einen Knall gegeben, wo das so, ja, einfach meinen Eltern auch klar geworden ist. Das war dann so eine Mischung aus Bulimie, Anorexie, bin auch immer dünner geworden, es war auffälliger. Ich habe die Krankheit schlechter verstecken können, weil ich selbst einfach emotional schon komplett am Boden wirklich war. Es war dann einmal so hin und her gehen, die jugendpsychiatrische Station war das damals, geh dahin oder nicht. Ich war selber so im Widerspruch mit mir irgendwie und ich habe mir damit 15 eben entschieden, mein erster Psychiatrieaufenthalt. Und das hat er wirklich gut getan. Also da hat die das quasi ja angefangen, wobei ich sagen muss, darauf hat eine 3-jährige, beziehungsweise ja, bis ich 17, 18 war, war ich dann eigentlich durchgehend fast in wirklich stationärer Behandlung, bin auch nicht wirklich ins Gymnasium gegangen, habe zwar schon die Oberstufe gemeistert, auch mit Matura dann, aber habe eigentlich zu Hause gelernt oder in der Station, wenn ich dort war. Und habe auch schon, ja, ich meine, ich war immer in Therapie und so und habe auch an mir gearbeitet, aber ich würde jetzt rückblickend sagen, da habe ich nie wirklich an den Themen gearbeitet, die mir wirklich beschäftigt haben. Also es war immer nur so ein ganz feines Kratzen an der Oberfläche. In dieser Zeit, so gerade 15, 18, da ist, glaube ich, auch noch ganz viel so, da bestimmen noch ganz viel die Eltern. Die Eltern wollen das Beste für einen. Sie weisen dich quasi ein in die Station. Da passiert noch sehr viel
aus, ja, da denkt man sehr viel, okay, Mama will das, Papa will das und was wir eigentlich. Also da ist noch gar nicht so wirklich um das gegangen, was mich wirklich im Inneren beschäftigt hat, verletzt hat, warum ich das eigentlich gemacht habe. Und natürlich in Kliniken, da geht es ja sehr viel um Essenspläne, um Struktur, um Regelwerk. Und daran habe ich mich gehalten und das hat mir irgendwie so am Leben gehalten. Weil das war dann wirklich, also gerade mit 17, ich denke, das war so mal der Tiefpunkt auch, beziehungsweise der körperliche Tiefpunkt, wo ich wirklich dann mit Intensivstation, mit Koma, mit Nasensonde über Monate hinweg ernährt worden bin. Und genau, bei mir war das dann auch so, ich bin vielleicht um so den Bogen zum, wo ich so 17 war, zu spannen, da war es wieder ganz, ganz schlimm. Ich bin schon aus 2 Kliniken in Österreich rausgeflogen, die gesagt haben, es geht nicht mehr mit mir. Dann war so die Wahl auch für meine Eltern, okay, entweder sie kommt total in die Geschlossene, wird quasi wirklich zwangsernährt, oder sie geht nach Deutschland. Das war so die Option mit der Lüneburger Heide, das ist, glaube ich, eher eine ganz bekannte Klinik auch. Ja, sagt mir auch was. Und meine Eltern haben mir dann wirklich, also eben als ich 17 war, über Nacht dann quasi in diese Klinik gebracht in Deutschland. Und das war dann für mich ein ganz prägender Aufenthalt auch, aber ja, auch der letzte Aufenthalt, aus dem ich bin aus der Klinik auch quasi rausgeschmissen worden, muss ich sagen. Und meine Eltern haben mich dann einfach auf Revers, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, so, also einfach, wir haben da mit Jugendrichter und so, hat sie dann quasi unterschrieben, dass sie mir auf eigene Verantwortung mit nach Hause nimmt. Ja, und dann bin ich quasi mit 17, Ende 17, fast 18, wieder nach Österreich gekommen. Und da war dann meine Krankenhausgeschichte quasi beendet. Aber natürlich ein unbefriedigendes Ende, weil ich war immer noch schwer essgestört, ich war immer noch sehr im Untergewicht. Es hat mir einfach keiner mehr genommen. Also in Österreich, meine Ärzte, die angeschrieben haben, haben gesagt, es tut uns leid, aber wir sehen uns nicht raus mit dir. Und ja, und darauf hat einfach eine Phase gefolgt, in der ich sehr krank war, aber meine Bulimie wieder sehr heimlich gelebt habe. Es war dann so die Stimmung auch bei mir zu Hause, okay, sie ist jetzt wieder zu Hause, aber es muss jetzt auch funktionieren. Und ja, es war so, ich glaube, auch eine Sättigung irgendwie da. Es wollte irgendwie, also es war schon so lang mit der Essstörung. Sie, meine Eltern auch, das, wir wollten es einfach irgendwie alle nicht mehr. Und wir haben das quasi auch verdrängt. Und ich habe dann auch maturiert und bin dann quasi von Oberösterreich nach Wien gezogen zum Studieren. Das war dann quasi mit 19, weil ich habe ein Jahr wiederholt, aufgrund der Essstörung auch mit der Schule. Und ja, ich habe mir überlegt, natürlich könnte man so viel erzählen über die Erfahrungen in der Klinik und mit Nasensonde und wie das war. Und immer sagen, für mich war es leider, ich bin dort nie zu mir durchgedrungen. Und das hat er leider so nicht wirklich weggeschafft. Und rückblickend würde ich aber sagen, ich war da einfach nicht so weit. Und in Wien war dann natürlich Studium. Ich habe mich für Psychologie entschieden. Damals auch mit dem Wunsch, es besser zu machen. Also es war wirklich so motiviert. Ich wollte auch Therapeutin werden. Habe auch noch nicht wirklich geplant gehabt, okay, dass das eigentlich eine wissenschaftliche Ausbildung ist. So. Und ich wollte es einfach besser machen für Leute, die vielleicht auch eine Essstörung haben. War aber selber eben noch komplett damals in der Bulimie. Und jeden Tag war nur, ja, Essen und Erbrechen. Und ja, und darauf, also ich habe dann auch in WGs gewohnt, wo man sich vielleicht vorstellen kann, dass das sehr schwierig ist, wenn man zum Beispiel mit 4 anderen Leuten zusammenwohnt. Jeder ist jung, man will eigentlich Party machen und miteinander irgendwie was machen. Ich war immer nur in meinem Zimmer, ich habe immer nur versucht, das irgendwie unter den Hut zu kriegen. Also es war unheimlich stressige, belastende Zeit. Und es hat auch, ich bin dann einmal aus einer WG quasi rausgeflogen, weil das dann aufgekommen ist mit der Essstörung. Also es war eine Zeit mit sehr viel Scham, glaube ich, auch für mich. Immer wenn es aufkommen ist eben. Und ja, und ich glaube, wie gesagt, so, ich bin jetzt 25, also so die Jahre von 20 bis ich glaube 22, 23 ungefähr, waren einfach nur, ja, da habe ich mit der Essstörung gelebt und die Essstörung war ein Teil von meinem Leben und die war nicht wirklich, sicher hat es da gegeben, wo ich dann wieder gedacht habe, okay, ja, wäre schon gut irgendwie, wenn das nicht da wäre. Es war halt so Teil von meinem Leben und es war komplett, keine Ahnung, also ich habe mir auch keine Zukunft mehr für mich vorstellen können eigentlich, wo das nicht so ist und ja,
Und das war so, ja, und ich weiß nicht, ob ich da dann schon zu weit greife oder wenn du Fragen dazu hast. Ja, ich habe, glaube ich, 1000 Fragen. Erstmal danke, danke. Ich finde es total beeindruckend, wie, ja, mit welcher Leichtigkeit du heutzutage und aus heutiger Sicht auch auf deinen Weg zurückblickst und wie reflektiert du auch bist und für dich auch ganz klar ist, ja, ich habe eine jahrelange Klinik-Karriere sozusagen gemacht aufgrund meiner Essstörung und ich war auch eine Zeit lang nicht zu Hause und war in Deutschland und habe meine Schule nebenbei gemacht und es war irgendwie alles anders als so das Leben, was man sich vielleicht so geradlinig vorstellt. Doch wie klar es für dich aus heutiger Sicht ist und mit welcher Klarheit du auch darauf zurückblickst und auch weißt, ja, das war so, doch ich war halt nicht bereit. Deswegen hat mich da auch nichts erreicht von diesen Maßnahmen oder von den Gesprächen oder von den Systemen oder ja doch schon von dem Gesundheitssystem, sagen wir mal, was ich davon in Anspruch genommen habe, das hat mich irgendwie nicht erreicht. Das wird ja ganz, ganz deutlich und das sagst du ja auch selber ganz deutlich. Also mich würde irgendwie noch total interessieren, wie hast du das denn damals empfunden? Also, weil du hast ja ganz viele Dinge gemacht und du hast da ja auch super viel erlebt und Kliniken, unterschiedliche Kliniken von innen gesehen und bist ja umgezogen dafür. Also war das so ein, ich funktioniere und mache einfach nur, was mir gesagt wird und mein Körper bewegt sich von A nach B? Oder warst du da irgendwie dabei? Ich glaube, ich war in der Zeit sehr viel in meinem Kopf unterwegs, so könnte man es vielleicht sagen. Ich habe einen irrsinnigen zum Beispiel Bewegungsdrang entwickelt und bin dann wirklich stundenlang durch mein Zimmer gerannt und habe im Gehen Tagebuch geschrieben und habe wirklich heute, glaube ich, hunderte Tagebücher gefüllt mit, habe wirklich alle Gedanken aufgeschrieben und das war wirklich nur um Gewicht und Angst und der zwingt mich zum Essen und der zwingt mich zum Essen und wie kann ich Mama und Papa überreden, dass sie mich nach Hause holen und ich war sehr viel auf der einen Seite in mir, im Kampf, aber immer nur dieses, wie kann ich das System Essstörung aufrechterhalten? Und da war null, ich verdiene es eigentlich oder ich will auch gesund werden. Es ist immer nur darum gegangen, wie kann ich einfach das schaffen, dass mir alle in Ruhe lassen? Und wie kann ich einfach das schaffen, dass ich da einfach, zum Beispiel in Lüneburg dann, es ist nur darum gegangen, wieder nach Österreich zu kommen. Und ich habe in der Therapie, kann ich mich erinnern, ich habe immer nur gesagt, das war Gruppentherapie, ja Marlene, ja, ich will nach Hause und wann klappt das endlich? Und dann habe ich immer nur zu hören gekriegt, da kommen wir jetzt nicht weiter. Und das war's. Also ich war nur im Widerstand. Es ist nur darum gegangen, die anderen, ich habe das überhaupt nicht sehen können, dass man da wirklich helfen wollte. Und das, was ich heute sage, meine Eltern wollten das Beste für mich, das sehe ich heute aus vollem Herzen so, das hat sie alles aufgelöst, aber das habe ich damals nicht sehen können. Also da war ich ganz, ja, das war ganz, ganz schwierig. Das glaube ich. Wo würdest du denn sagen, war so ein, also wo ist dir vielleicht zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass es um dich geht? Also dass es um dein Leben geht und dass es darum geht, gesund zu werden, beziehungsweise gesund werden zu wollen oder eben auch nicht zu wollen und ein Leben lang mit dieser Essstörung zu leben. Wo ist dir das irgendwie zum ersten Mal so als Gedanke aufgeploppt, dass es eventuell sinnvoll oder wertvoll sein könnte, gesund werden zu wollen, weil, also quasi die Einsicht auch, ich bin krank, also oder ich habe etwas, was mein Leben quasi trübt, zu, okay, dafür müsste ich ja quasi gesund werden wollen. Ja, ich glaube, da kommt mein Freund jetzt ins Spiel. ich glaube, ich verwechsel immer die Jahre so, weil ich glaube eben, also 2017, ich glaube, da war ich ja 22, habe ich meinen Freund kennengelernt. Und ich bis dahin noch nie irgendwie einen Freund gehabt. Das war für mich unvorstellbar oder überhaupt kein Thema eigentlich. Und ich glaube, mein Freund war dann so der Erste, der
es hat sich alles so natürlich entwickelt. Es war wirklich so wie so ein Sog, in dem man reingezogen wird. Und ich wollte zwar gar nichts von ihm, es war überhaupt nicht so angedacht, aber es war einfach, ich wollte einfach bei ihm sein und ich wollte einfach Zeit mit ihm verbringen. Und ich habe einfach, wenn er mich eingeladen hat, habe ich einfach ja gesagt. Und dann hat man natürlich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es war einfach so, ja, wie wenn man so geleitet ist irgendwie. Und ich glaube, da, ich kann mich erinnern, ich habe dann ziemlich bald, wo wir uns dann so gekannt haben, vielleicht ein paar Wochen oder so, einen Monat, habe ich zu ihm auch gesagt, so, also ich habe das relativ schnell offen kommuniziert, dass ich Essstörung habe. Ich habe ihm mal allerdings eher gesagt, ja, ich bin schon am Weg so gut raus, aber es war halt jeden Tag, die Essstörung war komplett präsent in meinem Leben. Mhm. Und ich kann mich erinnern, vielleicht auch so das kleine Einschub, da hat es einen Abend gegeben, wo ich ihm eben das auch gesagt habe und ich habe dann eben auch so, habe mich unheimlich geschämt, dass ich Bulimie habe. Für mich war das immer so ein Zweiklassen-Essstörungssystem. Immer so die Magersucht sind immer so die Disziplinierten, die Ehrgeizigen und ich habe zu der Zeit schon jahrelang wieder Bulimie gehabt. Und diese Heimlichkeit und dieses immer das Gefühl, ich schaffe es einfach nicht mehr, so diszipliniert zu sein, keine Essanfälle zu haben. Ich habe mich so geschämt, ihm das zu sagen. Und er hat das aber überhaupt nicht verurteilt. Und ich glaube, deswegen war das so leicht mit meinem Freund, weil er der Erste war, der mich nie zu irgendwas gezwungen hat, der nie irgendwelche Ansprüche an mein Verhalten oder irgendwas gehabt hat, sondern mir einfach zugehört hat und mir einfach erlassen hat. Und ich kann mich mal erinnern, dann relativ schnell, wo ich mal zu ihm gesagt habe, ja, ich habe Angst, weil du bist irgendwie die erste Person in meinem Leben, wo ich glaube, ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden, will ich diesen Freund, sondern will ich leben oder will ich die Essstörung. Und das war, ja, ich war da schon sehr hin und her gerissen. Und ich glaube, das hat das Ganze wirklich so ins Rollen gebracht, wo ich gemerkt habe, ich habe nicht aktiv forciert, meine Essanfälle zu unterdrücken. Mhm. Ich kann mich erinnern, es hat dann einfach, ja, ich habe es dann mit anderen Sachen zu kompensieren begonnen. Also ich kann mich erinnern, ich habe dann sehr viel Alkohol getrunken, einfach weil ich nicht mehr erbrechen wollte und weil ich nicht mehr solche Essanfälle haben wollte. Habe dann irgendwie beides so gehabt, also die schlechteste Kombi überhaupt. Habe dann auch, ja, mit selbstverletzendem Verhalten nochmal angefangen. Das waren so zwei sehr, ja, eskalierende Tage, wo es mir sehr, sehr schlecht gegangen ist, wo ich auch gewusst habe. Rückblickend würde ich jetzt sagen, also ich habe heute noch, meine Arme sind dann voller Narben von diesen zwei Tagen, wo der Schmerz so aus mir rausgebrochen ist. Und heute würde ich echt sagen, da habe ich zum ersten Mal auch wieder so gespürt, das alles, was da jetzt rauskommt, gerade in so einer brutalen Art, das war immer da. Das hat mich Tag für Tag verletzt und das hat mich Tag für Tag dazu gebracht, mich selber auf die verschiedensten Weisen zu zerstören, seit ich ein Kind bin eigentlich. Und ich habe das aber nie mehr gefühlt. Also ich habe das wie, ich weiß nicht genau, also ob es zusammengefallen ist mit dem Kennenlernen von meinem Freund oder ob es das war einfach der Auslöser, wo einfach alles an die Oberfläche gekommen ist. Mhm. Und das war einfach, ich glaube, also das war eine richtig schlimme Zeit. Also wir haben dann auch, jeder stellte so vor, die erste romantische Kennenlernphase. Bei uns war das dann schnell so, dass ich jeden Abend zu ihm betrunken gefahren bin, wirklich geweint habe und sehr viel Flashbacks gehabt habe. So. Also ich habe sehr viel von meiner Mama erzählt, habe sehr viel geweint, geschrien, Worte, die früher gefallen sind, habe sehr viel wirklich, da muss ich jetzt leider sagen, im betrunkenen Zustand aufgearbeitet. Ja. Irgendwie so ein Ventil. Und das war wirklich über, ich glaube, zwei, drei Monate haben wir das so gespielt. Heute würde ich ja sagen, okay, wie haben wir das gemeinsam gemacht? Keine Ahnung. Das war, für ihn muss das so belastend gewesen sein. Und er hat immer gesagt, ja, hat es halt gesehen in mir. So. Also, dass da einfach was da ist. Und ja, und wie gesagt, da spreche ich jetzt von einer Zeit, wo sehr viel in Gang gekommen ist, also wo ich mich sehr, ja, ich weiß gar nicht, ob man das schon als Arbeit an mir bezeichnen kann, weil ich habe einfach nur Schmerz rausgelassen. Ich war wie so ein überlaufendes Fass. Ich habe nur gar nichts da reparieren können quasi. Ich habe nur rausgelassen. Und ich glaube schon, dass das innere Arbeit war. Also ich glaube schon, dass du da quasi aufgemacht hast und wahrscheinlich gab es so diesen Punkt, okay, oder vielleicht, ich habe mir gerade so gedacht, während du gesprochen hast,
da kam ein Mensch in dein Leben, wo du vielleicht zum ersten Mal das Gefühl hattest, ich bin okay, so wie ich bin, beziehungsweise da sieht mich jemand, so wie ich bin, und hattest vielleicht das Gefühl, ich kann so sein, wie ich bin. Und wenn dann Alkohol, sag ich mal, so ins Spiel kommt, dann sind wir ja meistens nicht mehr so ganz viel im Kopf, sondern dann sind ja viele Gedanken gelähmt durch den Alkohol und wir sind sowieso mehr emotional, was auch manchmal total schön sein kann. Und ich kann mir vorstellen, dass dadurch so wie, okay, Tür auf und jetzt kommt mal Marlene. Jetzt kommt mal die Marlene, so wie sie ist. Und da musste wahrscheinlich alles von den letzten 15 Jahren erstmal raus, damit du selber Unterbewusstsein und Bewusstsein überhaupt mal so in dieses Gefühl kommen, das ist alles da, das steckt alles in mir, das habe ich alles zurückgehalten und das kommt jetzt raus, weil da ist jetzt ein Mensch, der gibt mir das Gefühl, ich bin trotzdem okay, auch wenn ich das mal zeige, was in mir steckt. Ja. Total krass. Ja, vielleicht auch so ein Punkt, dass mein Freund einfach so wirklich dann der Fels in der Brandung war, wo ich vielleicht auch das Gefühl gehabt habe, okay, ich kann mich fallen lassen. Ich weiß nicht, wieso ich da so Vertrauen gehabt habe, aber und ich denke, ich meine, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich will immer irgendwie, dass alle glücklich sind um mich herum und rückwirkend merke ich so, ich habe immer kontrolliert. Ich habe mich kontrolliert, ich war immer und gerade eben, wenn man Essstörung hat, spielt sich so viel hinter verschlossenen Türen ab, man macht so viel heimlich, man hat immer so diese Maske auf, es passt schon, mir geht's eh gut. Und was sie dahinter abspielt, dazu, mir hat einfach wirklich so die Verbindung zu mir gefehlt. Und ich habe überhaupt eben, wie du sagst, auch nicht gewusst, so, wer heißt die Marlene eigentlich, das ist, ja, das war ganz, ja, spannend. Und, aber ja, es war dann eben auch, wie so die Geschichte weitergegangen ist, so am Silvester 2018 ist ja für viele immer so das, okay, ich mache jetzt total die Neujahrsvorsätze und dann, es war jedes Silvester bei mir so, okay, nächstes Jahr, das wird das Leben ohne Essstörung. Das kenne ich. Ja, so und 2018 war das erste Jahr, wo ich dann wirklich um Mitternacht so gedacht habe, ich habe keine Vorsätze, ich weiß, dass ich morgen aufwachen werde und es wird nicht anders sein. Es gibt gerade so diese Wunschheilung, auf die habe ich ja irgendwie nicht mehr gehofft und ich habe einfach gewusst, okay, das ist jetzt irgendwie so mein Leben und es wird schon irgendwie habe ich da schon ein bisschen gespürt, irgendwas wird sich schon bewegen, aber es wird keine von Knall auf Fall Lösung sein oder so und es war dann aber trotzdem am 5. Jänner, glaube ich, war das 2018, das war so für mich dann der endgültige Startschuss, würde ich sagen. Da war ich auch wieder, also es war wieder so der Plan, Essen voll betrinken zu meinem Freund fahren, wie wir das schon sehr, sehr lang geführt haben. Mhm. Und körperlich wirklich gar nicht mehr gut gegangen, weil der Körper, er erträgt viel, das habe ich auf jeden Fall gelernt in den Jahren, aber du kannst ihm eben auch nicht alles und das so einen langen Zeitraum zumuten. Und ich kann mich erinnern, irgendwas war da, es war gar nichts Besonderes irgendwie passiert oder so, aber ich bin an dem Abend in der Badewanne gelegen und habe dann so ein Lied gehört. Ich habe mir überlegt, ob ich sagen soll, welches war, aber es war, vielleicht wirst du es irgendwie anhören, Werbung, von Nemos Egg hat das geheißen, also von dem Film Findet Nemo. Das ist so urentspannendes, einfach nur Klänge irgendwie und es ist so, ich kann es gar nicht beschreiben, also jeder, der es hört, soll sich bitte kurz das Lied anhören. Und ich bin da gelegen im Wasser und es war so, ich habe das Gefühl gehabt, es wird sie wirklich, und ich kriege jetzt eine Gänsehaut irgendwie so, es wird sie echt so mein Innerstes komplett öffnen auf einmal. Und da war auf einmal so viel, war auf einmal Frieden. Und es war, ich habe so was gespürt in dem Moment, ich kann gar nicht sagen, ich habe irgendwie was gesehen oder so, ich habe einfach was gespürt, dass da einfach, ja, ich kann so sagen, es war einfach Frieden in mir und im Außen und es war einfach gut. Und ich habe in dem Moment einfach gespürt, das ist vorbei. Das mit der Essstörung, das ist vorbei. Das ist fertig. Das kann ich jetzt, jetzt kann ich es loslassen. Und das war wirklich so dieser eine Moment, der wirklich mal alles gedreht hat. Das kann man sich irgendwie so, das war, wenn man das jahrelang das Gefühl hat, in mir drin, da ist nur alles verkrampft und nur Hass und nur
Überleben und Funktionieren und auf einmal ist da einfach dieses komplette Loslassen und nichts mehr kontrollieren und nichts mehr festhalten, sondern einfach loslassen und wissen, dass eben alles gut ist. Und es war dann, wenn man sich das jetzt vielleicht so vorstellt, okay, sie hat die Erleuchtung gehabt und dann war alles gut, das war leider nicht so. Mhm. Es war mir dann auch an diesem Abend wieder trotzdem irgendwie betrunken, ich weiß auch nicht mehr so, aber ich wusste, heute ist das letzte Mal, ich war so total optimistisch auf einmal, keine Ahnung, bin dann zu meinem Freund gefahren und dann ist mir urschlecht gegangen in der Nacht, weil ich irgendwie auch viel zu viel getrunken habe. Und bin dann trotzdem, habe ihm das dann im betrunkenen Zustand alles erzählt, so, ah, die Frieden, Ding. Bin dann trotzdem am nächsten Tag aufgewacht und das Gefühl war immer nur da. Und es war immer nur dieses, es ist irgendwie, ja, vorbei. Und ich kann mich erinnern, wir sind dann auch, haben dann gefrühstückt, gemeinsam ganz normal und es war einfach alles anders. Es war einfach in mir drinnen ganz, ganz anders. Und ja, es war dann nicht so, dass man sagt, also ich glaube, damit hat dann erst die richtig spannende Reise angefangen, weil ich bin dann auch, ich habe sonst eigentlich die meiste Zeit schon bei meinem Freund gewohnt und so und ich habe dann aber gesagt, nein, ich muss jetzt heimfahren und ich muss jetzt, weil ich habe dann zum Beispiel Urangst gehabt vom Einschlafen. Ich habe solche Ängste irgendwie gehabt, obwohl ich so gewusst habe, okay, irgendwie Frieden und so, aber ich gerade in der Nacht vorm Einschlafen sind so viele Gedanken gekommen. Wie gesagt, wenn die Welt ganz still wird, dann geht oft der Kopf so richtig los. Das stimmt. Und ich war dann auch so, ich glaube so 10 Tage, also die kommenden 10 Tage war ich wirklich eigentlich nur alleine zu Hause und immer nur geleitet von dieser wirklich Erleuchtung. Aber es waren ganz, ganz schreckliche 10 Tage. Also es war dann, ich habe gegessen, ich war aber alleine, ich habe die ärgsten Zustände gekriegt, ich habe Wassereinlagerungen vom Schlimmsten gekriegt, ich glaube, ich habe dann schon 8 bis 10 Kilo Wasser eingelagert. Ich habe nichts machen können, ich habe solche Bauchschmerzen gekriegt, dass ich sogar mal in die Notaufnahme da mit meiner Schwester gefahren bin, weil ich dachte, was ist da? Überhaupt kein Essen vertragen und bin eigentlich in diesen 10 Tagen. Ja, es sind dann nämlich auch Tage nach dieser Erleuchtung wieder diese Gedanken kommen, okay, Essanfall, eigentlich ist das nicht so cool da mit Wasseranlagen liegen und eigentlich hätte ich jetzt doch gern wieder einen Essanfall, weil eigentlich würde ich jetzt gern kompensieren und das ist doch alles blöd und warum tue ich mir das an? Und kann mich erinnern, ich bin dann einfach wirklich, und es war tagelang, ich bin auf der Couch gelegen bei mir daheim, ganz alleine und habe gedacht, okay, ich kann zwar denken, aber solange ich nicht aufstehe und solange ich nicht losgehe und solange ich nichts kaufe, bin ich sicher. Und das war so der Moment, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüsselmoment für mich, dass ich gemerkt habe, das sind meine Gedanken und das bin ich. Und ich kann meinen Gedanken einfach zuhören. Und das war hässlich, was ich da gehört habe und schrecklich. Und das, dieser ständige Ping-Pong-Spielen zwischen, ich will gesund werden, ich will ein Essen frei haben, das interessiert mich jetzt nicht mehr, das war echt schrecklich. Aber ich bin da einfach gelegen und ich habe nichts gemacht. Und ich glaube, man muss das auch ein bisschen so sehen, ich habe damals schon Master angefangen gehabt in Psychologie. Hätte natürlich was für die Uni machen sollen, aber war einfach, mein ganzes Leben war auf Standby. Und das war, ich glaube so 2-3 Wochen hat so die wirklich ganz akute Phase gedauert, wo ich einfach nur, ja, war, sage ich jetzt mal, ich war einfach nur am Leben und alles andere war unwichtig. Und ich glaube, das hat man für mein jetziges Leben, also natürlich verstrickt man es immer wieder so ein bisschen im Alltag in Stress und so, aber das hat man unheimliches, ja, Lektion irgendwie erteilt, so dieses, du musst gar nichts, du musst schauen, dass es dir gut geht und das ist das Allerwichtigste und das ist die Nummer 1 Priorität, an die wir uns immer wieder selber erinnern können, weil es ist nichts passiert. Ich war 2 Wochen, quasi 3 Wochen vom Erdboden verschluckt und es war okay und ich glaube, das ist also wichtig, dass wir mal gerade in solchen Phasen auch wieder so ein bisschen in uns reingehen und ich war ja damals wirklich nur mit mir, also mein Freund ist dann oft so schon mit Besuchen kommen und so und wir haben dann halt so eine Beziehung geführt, dass er meinen riesigen, aufgeblähten, schmerzenden Bauch massiert hat, weil ich kein Essen vertragen habe und wir haben so das, und wie gesagt, das war total wertvoll, ja, in so einer Phase, wo ich mein Körper wirklich, also mir ist wirklich nicht gut gegangen, wo ich trotzdem so Zärtlichkeit zulassen habe können und ich glaube, da habe ich ja wirklich also das gespürt, okay, du verdienst das bedingungslos wirklich angenommen und geliebt zu werden und schau mal, du musst gar nichts leisten und du bist wertvoll und ja, das war einfach
so schlimm das damals war, das, ich denke da total gern zurück, weil für mich ist das diese Zeit wirklich also der Inbegriff der, ich weiß nicht, ob man Selbstliebe sagen kann, aber das war so ein riesen Ja zum Leben. Das war, ich ertrage alles, ich schaffe das, ich glaube an mich. Und wenn keiner an mich glaubt, ich glaube an mich und ich liege da und ich habe keine Ahnung, wo der Weg hingeht, aber ich schaffe das. Ja. Und ja, und es war dann eben mal, es ist wieder normaler geworden. Meine körperlichen Geschichten haben sie wieder eingekriegt, so mit dem Bauchweh. Und jeder, der vielleicht sowas schon mal gegangen ist, kennt es, dass der Körper sich mal ans Essen wieder gewöhnen muss. Und ja, aber was ich auch sagen will, was mir ganz wichtig ist, ist, funktioniert so im klassischen Sinne, dass ich wieder leistungsfähig war, habe ich dann sehr lange nicht. Also ich glaube, das hat wirklich, ja, rückwirkend würde ich sogar sagen, das hat sicher ein Jahr gedauert oder anderthalb Jahre, wo ich so wirklich wieder gespürt habe, hey, ich kann mich total konzentrieren. Natürlich ist es ist besser geworden, absolut immer, und mir ist auch schon wieder gut gegangen, aber zum Beispiel diese Leistungen an der Uni, dass ich das leisten habe können und dass das nicht auf Kosten meiner Gesundheit war, hat schon lange gedauert. Mhm. Und ich finde es aber so wertvoll, sich das zuzugestehen im Heilungsprozess, dass man einfach, das ist mega, was wir da leisten, wenn wir gesund werden. Das ist echt mega. Und da kann die Uni-Prüfung, die kann da mal warten. Wenn ich gucke, ja, also ich habe mein Bachelorstudium, alles in Mindeststudienzeit, immer mit Auszeichnung, alles bam, bam, bam. Und wenn mir jetzt, also wenn ich das so erzähle, dann sagen die Leute immer, wow. Und ich denke mir immer, du hast ja keine Ahnung. Also es war Lernen, Essen erbrechen, Lernen, Selbsthass und das on repeat. Also das war, ja. Ja, und ich glaube, das, was du beschreibst, kennen ganz, ganz viele. So diese Schleife, die sich ja die ganze Zeit gefühlt dreht und irgendwie scheint es keinen Ausweg zu geben, den es natürlich doch gibt, aber den gibt es ja wirklich meistens über mehrere Jahre nicht so wirklich. Und ich fand eben, also du beschreibst es einfach so, also das heißt schön, also du beschreibst es einfach so lebendig, dass ich mich so richtig da reinversetzen kann in diese Bilder und in die Momente, die du beschreibst. Und auch so aus dieser inneren Perspektive wird halt dadurch auch super viel deutlich, weil du lagst ja dann da auf deinem Sofa und hast das erste Mal erlebt, wie es ist, deine Gedanken zu denken, sie aber gleichzeitig nicht zu sein. Und dadurch auch überhaupt mal so den Unterschied zu erleben zwischen Gedanken denken oder Gedanken sein und losgehen und einen Essanfall haben und erbrechen, weil das halt da oben die ganze Zeit so automatisch abläuft. Das hast du da ja quasi so richtig erlebt und auch nicht zu kämpfen. Also nicht dagegen angehen zu wollen und zu sagen, oh, die Gedanken sind so schlimm, die will ich jetzt nicht mehr haben, ich muss irgendwas tun, ich muss die Gedanken bekämpfen oder ich muss mich selber verletzen, um das zu stoppen, um meine Gefühle wieder abzukapseln von mir selber. Das ist ja alles in dem Moment nicht mehr passiert. Und deswegen ist dieses Bild, finde ich, auch so stark, wie du da liegst und das erste Mal erlebst, deine Gedanken zu denken und nicht aufzustehen. Also was für ein krasser Moment. Mir sind da jetzt zwei Sachen eingefallen, was ganz wichtig ist, weil du gefragt hast, wann mir das so bewusst worden ist, dass ich da sowas ändern muss und so. Ich glaube, was ganz zentral aber ist eben, wo ich dann wirklich ja alleine gelebt habe. Und auch wenn man mal zu diesem Moment wirklich auf der Couch zurückgehen, ich war da ganz alleine in meinem WG-Zimmer. Ich habe es erst dann später meiner Mama und so gesagt, meine Eltern und Familie, dass ich jetzt eben durch diese Phase gerade gehe. Aber ich habe gemerkt, eigentlich ist es jedem egal, was ich mache. Es ist egal, ob ich da jetzt hinter verschlossenen Tür mir die ganze Zeit übergebe oder so. Es kriegt ja keiner mit. Ich mache das alles heimlich. Und ich glaube, ein gewisser Teil von mir wollte durch dieses Verhalten andere verletzen oder vielleicht auch meine Familie für sie da irgendwas rächen, sage ich jetzt mal, was da vielleicht schiefgelaufen ist früher. Und im Endeffekt habe ich aber da gemerkt, okay, du bist da ganz allein, deine Mama lebt ihr Leben, dein Papa lebt sein Leben und deine Schwester macht auch ihr Ding, alle machen ihr Ding. Und Freundinnen, die dich vielleicht früher mal verletzt haben oder Menschen, die dich blöd angeredet haben, die machen alle ihr Ding. Und du bist da und keiner kriegt es mit, dass du für sie leidest. Und ich glaube, das ist also ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich wieder auf sich selbst besinnt.
und wirklich also fragt, okay, für wen mache ich das eigentlich? Und ich glaube auch ganz zentral an dieser ganzen Geschichte war, beziehungsweise an meinem Weg, ich glaube, das zeichnet meinen Weg so ein bisschen aus, dass ich mich nie gestresst habe. Ich habe mich nie, was jetzt das Gesundwerden anbelangt, ich habe mich nie gestresst. Ich muss jetzt gleich das, also vielleicht, wenn man das ein bisschen vergleicht, ich bin früher immer so rangegangen, habe mir Ernährungspläne geschrieben und so Pläne, an die ich mich halten muss. Und so klappt der Heilungsweg, also so der goldene Weg. Und das hat einfach nie funktioniert. Also, und wo ich so in diesen ersten Tagen, wo ich dann so gesund war und bin, also ich habe mir weder einen Stress gemacht, was ich essen soll, noch wie viel ich essen soll, nur wie ich meinen Tag gestalten soll. Teilweise schreibt man sie dann ja so auf, so in dieser Zeit lernt man, da macht man was Sinnvolles und dann ist man produktiv und Ding. Überhaupt nicht. Und ich habe mir keinen Stress gemacht mit Zunehmen, mit das musst du schaffen und das musst du machen. Und ich habe einfach alles, ich war einfach geleitet von dieser einen Nacht, wo ich das gespürt habe in mir und habe einfach alles auf mich zukommen lassen. Weil das also, ich finde, das klingt oft so, ah, da hat sich alles verändert und es klingt dann so, ah, okay, wow, dann war die Essstörung quasi los. Mein Essverhalten war dann auch noch so semi-optimal. Also ich würde sagen, ich habe so viel zu viel Gemüse und Brot immer hauchdünn runtergeschnitten und so ein bisschen Süßstoff-Eskapaden, die vielleicht auch wieder kennen. Das sind so Geschichten. Aber ich habe gegessen und ich wollte es behalten. Ich wollt leben. Und das war so der Riesenunterschied. Und ich habe, ja, also ein weiterer, glaube ich, Knackpunkt, das vielleicht, wenn mich schon jemand kennt, dann vielleicht ja von Instagram, wo ich heute eben ganz viel Essen poste und dazu eben mal so meine Geschichte immer so ein bisschen erzähle oder aus meinem Alltag. Und ich glaube, ja, das war dann auch nochmal so ein riesen Motivationskick, dass ich eben mit diesem angefangen habe. Und aber ich habe damit angefangen, mit diesen Bloggen, mit so einer totalen Fake-it-till-you-make-it-Strategie. Also ich habe es auf Instagram so diese veganen Food-Blogger gesehen, die vielleicht auch Essstörungen gehabt haben und denen geht es jetzt total gut und haben mir gedacht, hey, das mache ich auch, das ist cool. Und dann so ein bisschen angefangen mit Kochen und da alles nur ganz vorsichtig und habe mich da so ein bisschen rangetastet und das war für mich also was Wertvolles, weil ich da durch dieses Kochen mir ausprobiert habe, neue Sachen ausprobiert habe, aber wie gesagt, alles ganz vorsichtig, das mit wenig Öl gekocht, kein Stress, ja, also ich habe da überhaupt, ich bin schon ein perfektionistischer Mensch, denke ich, in gewisser Weise, aber das, und das zeichnet meinen Weg, glaube ich, bis heute aus, ich stress mich da nicht, also wenn ich was nicht mag oder wenn ich dann, ja, wenn ich noch keinen Kuchen wollen habe, dann habe ich keinen gegessen. Wenn ich keine Schokolade wollen habe, dann habe ich keinen gegessen. Und ich habe mich nicht mehr dafür verurteilt. Und immer so, das solltest du jetzt und das musst du aber. Und weil das hat wieder so viel mit Kontrolle zu tun und so viel mit Erwartungen an sich selber. Und das ist an diesem Weg, das ist einfach, ja, das hat da keinen Platz. Mhm. Und ich finde, ja, es geht bei diesem Weg so viel mehr um Loslassen und um sich selber irgendwie ausprobieren und das ist vielleicht, ich glaube, deswegen hat es auch funktioniert und in den Kliniken nicht, weil ich finde, in den Kliniken kriegt man immer so ein Konzept mit von, du musst kämpfen, du musst, das ist, bist im Krieg mit dieser Essstörung und das geht eigentlich gar nicht. Die Essstörung ist, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, die Essstörung als Freundin zu bezeichnen, aber sie war da, um mir was zu zeigen. Ob das jetzt sie mir freundlich gesinnt war, keine Ahnung. Aber ich denke, das ist eh schon so oft gesagt worden, aber das Essen ist wirklich nur ein Symptom. Und umsonst habe ich nicht mit Alkohol dann angefangen, als ich die Essanfälle reduziert habe oder mich selbst verletzt, weil das einfach, das ist ein Schmerz. Und jeder sucht sich Weisen, ja, wie er mit dem Schmerz umgehen kann. Mhm. Und das Essen, das ist nicht Essen oder das Erbrechen, das war einfach meine Art, mit diesem Schmerz, der sich ja schon viel, viel weiter zurücklegt, umzugehen. Ja. Und, ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Ist es denn so, ich kann mir vorstellen, dass viele so diese Frage im Kopf haben, eventuell. Hast du da noch irgendeine Begleitung gehabt? Also warst du da noch irgendwie in therapeutischer Begleitung in dieser Zeit, die du jetzt beschrieben hast?
Oder hast du das so komplett, oder hast du dich so quasi auf das Leben eingelassen, weil du leben wolltest, ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass du selber so quasi mit dir entspannt warst, deswegen ja auch entstresst warst und einfach gesagt hast, okay, ich nehme jetzt das Leben so, wie es ist und ich denke meine Gedanken so, wie sie sind, doch ich reagiere nicht mehr auf alles, was da kommt. Und also ist das passiert, weil du dich auf das Leben eingelassen hast und quasi alles andere, was nicht mit zu deinem Leben dazugehören sollte, losgelassen hast? Oder hattest du noch irgendwie therapeutische Begleitung und hast da so strukturiert oder ganz punktuell an bestimmten Themen gearbeitet, die dann aufgeploppt sind? Tatsächlich überhaupt nicht. Also vorher, wo ich noch ganz in der Bulimie war, vor allem dieser einen Nemo-Egg-Nacht, habe ich schon mal Therapie gemacht, in Wien eben. Das war aber alles. Also es war so, hallo, wie geht's dir? Also es war nicht wirklich, hat man nichts gebracht eigentlich und später tatsächlich gar nicht. Ich muss aber sagen, ich glaube, das ist eben ein bisschen eine Sondersituation gewesen, weil ich eben einfach, ich bin dann auch sehr schnell zu meinem Freund gezogen und wir haben einfach über alles geredet. Also ich glaube, was man auf jeden Fall braucht, und das würde ja, denke ich, jedem empfehlen, du brauchst eine Bezugsperson und du brauchst aber, ich glaube, die große, ja, das Tolle bei uns war einfach, dass mein Freund mir wirklich, wie ich schon gesagt habe, der hat mir nie reingeredet und auch in dieser Phase nicht. Der hat mir gesagt, okay, jetzt musst du aber mal das essen oder jetzt schmier da doch mal Butter drauf oder, oder na, das ist jetzt komisch oder so. Er hat mir immer machen lassen und das war so total, wir waren Freund und Freundin und wir waren nicht Marlene und Kranken, sagt man, den Krankenbruder, Pfleger oder so, wie es oft im familiären Kontext ist. Ja, weil natürlich habe ich das auch mit meinen Eltern irgendwie probiert, aber es passiert so schnell, dass gerade Menschen, die die lieben, dann so versuchen, die zu beschützen und über die zu bestimmen, jetzt im besten Sinne, ja, weil sie einfach wollen, dass dir gut geht und du gesund bist. Und manchmal werden Menschen dann also ungeduldig, dass sie Fortschritte sehen wollen. Und wenn du dann so lange auf der Stelle bist, dann ist das schwer zu ertragen. Und das war bei uns, da haben tatsächlich, also jetzt bei mir und meinem Freund, das war halt nie so. Also ich bin sicher dann einmal ein paar Monate auf der Stelle getreten. Beim Gewicht hat sich dann auch einige Zeit noch gar nichts getan. Ich war untergewichtig, habe halt so dahin dann, aber habe eben nicht mehr erbrochen. Also das hat sich dann wirklich von einem Tag auf den anderen geändert. Ja, und wir waren einfach, aber man hat es einfach auch gesehen. Ja, man hat gesehen, dass ich ausprobiere, dass ich einfach das mehr Leben bei mir ist. Dass ich nicht mehr so verzweifelt bin und ich denke, das hat uns beiden irgendwie Vertrauen gegeben. Oder mein Freund ist einfach von der Persönlichkeit her so, dass er so sehr gut loslassen kann. Und das hat mir eben geholfen. Weil ich glaube, das hat mein Selbstbewusstsein gestärkt, dass ich einfach gedacht habe, hey, es ist schon richtig so, wie du machst. Weil gerade meine Familie war da schon sehr noch, na Lene, du musst da mal, Lene, da mach doch mal und schneller und Ding. Und ich war dann eben aber schon in Wien und habe mein eigenes Zuhause gehabt und da war Frieden und da waren meine Regeln und die Regeln haben einfach geheißen, hey, jetzt schon, hab Vertrauen und ich habe mir selber unheimlich vertraut und es ist ja wirklich so, desto weiter man kommt, desto mehr Ziele kommen, also heute denke ich mir, was ich jetzt mache und wie ich jetzt ist und wie viel jetzt wiege oder keine Ahnung, das wäre damals, hätte man das wäre gesagt, so, das wirst du erreichen, dann hätte sie wahrscheinlich so gedacht, oh Gott, okay, vielleicht, na, dann will ich das vielleicht doch nicht, weil das ist irgendwie zu much. Ja. Aber irgendwie, desto mehr Leben man reinlässt, desto mehr Leben will man. Ja. Und es ist so also schön, wenn es einfach kein so zwanghafter Prozess ist, sondern einfach ein natürlicher Prozess, dass man selber wieder lernt zu träumen und zu wünschen und Zukunft zuzulassen. Und ja, und das, ich glaube, das braucht ja wirklich lang, so ein Selbstbild einfach wieder aufzubauen und herauszufinden, was man selbst will und wie man leben will und so. Also zumindest ich habe das ja gar nicht gehabt. Und ich denke, das ist vielleicht so ein guter Punkt auch noch. Ich habe ja dann eben mit diesem veganen Food-Bloggen angefangen, habe mich dann auch vegan ernährt und ich habe das jetzt auf Instagram überhaupt noch nicht thematisiert oder so, habe aber jetzt wieder ein bisschen umgestellt auf vegetarisch und so, beziehungsweise auf ich erlaube mir alles, es ist einfach jetzt mehrheitlich vegetarisch, weil ich einfacher gemerkt habe, okay, das Vegane, das hat mir so geholfen und das war, ich bin
unheimlich dankbar, weil ohne diese ganze Geschichte hätte ich mich nie so mit Kochen beschäftigt und wäre nie so neugierig gewesen. Mhm. Aber irgendwie habe ich mir das so übergestülpt, weil wie du oft in dem Podcast sagst, manchmal probiert man dann so den Weg von anderen nachzugehen. Und jetzt war ich dann an einem Punkt vor ein paar Monaten, wo ich so gesagt habe, okay, eigentlich will ich gerne rausfinden, wie würde denn die gesunde Marlene essen? Ich habe ja nur gekannt, Essstörung, dann kurze Übergangsphase und dann gleich vegan. Was mag denn die Marlene? Würde ich vielleicht da was anders? Was für Werte sind mir wichtig? Natürlich, Nachhaltigkeit, das sind Themen, die ich wirklich ja von Herzen lebe jetzt und was mir wichtig ist. Aber man muss sich nicht alles überstülpen und man darf Dinge ja hinterfragen. Und man darf auch wieder dann sagen, okay, das hat vielleicht damals zu mir gepasst, aber vielleicht passt es jetzt nicht mehr zu mir. Und ich glaube, das zeugt auch davon, dass man einfach mit sich selber in Verbindung steht und es einfach zulässt. Das Leben ist ein ständiger, es ist in ständiger Veränderung und man selber macht auch verschiedene Phasen durch und man muss nicht immer so einen straight way gehen und dann irgendwie darf man immer umkehren. Also ich denke mal, ja, ich bin oft umgekehrt und es ist immer eine gute Entscheidung, einfach aufs Herz zu hören und ja. Ja, und ich glaube, das lernt man auch irgendwie so reinzuspüren und das auch so, ja, einfach auch zu spüren, was man braucht. Das dauert ja auch. Ja, ich finde, es beschreibt auch dieses Loslassen vom Schwarz-Weiß-Denken hin zu sich auf das, was da ist, einlassen und auch dieser Intuition folgen, die halt manchmal sagt, ich möchte jetzt das und am nächsten Tag möchte sie vielleicht was anderes und dann nicht zu sagen, nee, aber du hast dich ja jetzt entschieden, sich nur noch so zu ernähren und deswegen darfst du das jetzt nicht. Dann entstehen, glaube ich, manchmal immer wieder so neue Regelwerke und da genauso wie du sagst, so offen zu sein und auch zu bleiben und zu verstehen, dass es nicht die finale Entscheidung gibt und unser Leben läuft dann ab einer Entscheidung nur noch da lang, sondern dass es bleibt so. Es bleibt so dieses Bild von diesem EKG, finde ich, passt auch immer so schön zum Heilungsprozess. Aber gleichzeitig ist das Leben ja im Grunde ein ganzer Heilungsprozess. Und deswegen bleibt es auch das Auf und Ab. Auch wenn da keine Essstörung als Symptom mehr da ist, geht dein Leben ja trotzdem als Auf und Ab weiter. Ich denke, das ist ja so oft, was so rüberkommt, so dieses, okay, es gibt die Essstörung, dann gibt es die Heilung. Und dann ist Happy End und so, und dann ist quasi so End, dann ist die Geschichte zu Ende. Und das erlebe ich jetzt auch. Also natürlich gibt es auch noch Verletzungen, die ich mit mir rumtrage und die oft wieder mal so, sage jetzt mal, getriggert werden und dann verletzt dann mal wieder was, weil das irgendwie an einer alten Wunde oder so rührt. Aber ich kann auf eine ganz andere Weise damit umgehen. Ich kann zum Beispiel, also ich muss immer gut beschäftigt sein, ich muss ja immer sehr, wie man gern, produktiv sein und einfach mal loszulassen und einfach mal wirklich wieder nur zu sein. Das fällt mir immer wieder schwer, aber ich verurteile mich dann immer und ich bin dann auch sehr liebevoll mit mir und sage dann, hey, ist absolut okay. Und genauso ist es aber, es gibt da Tage, da flippe ich jetzt auch noch aus und dann bin ich wütend und dann heule ich und es ist also schön, das wieder zuzulassen auf so eine Art, ja. Und das hat nichts mehr, ich muss auch sagen, das ist bei mir irgendwie, also ich finde es irgendwie total schön und ich bin überhaupt kein emotionaler Esser. Das ist irgendwie so ein großes Thema, dieses emotionale Essen, wenn Stress und so, das ist bei mir überhaupt nicht mehr. Das ist total entkoppelt. Also wenn es mir schlecht geht, wenn es mir gut geht, das ist, Essen ist überhaupt kein Thema mehr. Und ich finde das auch total irgendwie wertvoll zu sagen, hey, schau mal, das ist nicht dein Problem, weil ein Satz, der mir so hängen geblieben ist, ist auch in der Klinik so, also es waren zwei Sachen, einmal dieses einmal süchtig, immer süchtig und das zweite war auch dieses okay, du wirst es vielleicht schaffen, wenn du dir immer an einen Essensplan haltest, dann wirst du vielleicht damit leben, du wirst deinen Körper nie annehmen können, aber irgendwie, du wirst schon überleben und das war so meine Aussicht, so mit 15 und ich war dann so doch super, holy. Aussichten. Es gibt so viele Wege, wie man kann wieder so eine Liebe zu sich entwickeln und so einen ganz anderen Zugang, ja. Und ich glaube, man muss halt nur schauen, okay, was funktioniert für einen? Ist das jetzt zum Beispiel für mich eh das Klassische wahrscheinlich, aber ich habe zum Beispiel auch mit Yoga angefangen. Und Yoga ist für mich sowas, das gibt mir nochmal voll ein gutes Körpergefühl. Da kann ich, das ist ein Sport, wo ich wirklich so mich sehr bei mir bin. Und das kann für den anderen aber was ganz anderes sein. Und eben, ja, wirklich einfach so, ich glaube, das
Beste, was für alle funktioniert, ist das in sich reinspüren und dann, und dann seinen ganz eigenen Weg gehen. Und ja. Das, ja. Und da hinzukommen, ist ja auch schon ein Weg, wenn wir, ja, wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir auch diese Bereitschaft haben, den Blick nach innen zu richten und auch wirklich mal zu sagen, okay, auch wenn das eigentlich der Moment ist, wovor ich am meisten Angst habe, in Stille mit mir selber zu sein, was ja in diesen Exzessen von damals meistens gar kein Gedanke ist oder gar keine Idee ist, sich jetzt mal so alleine zu Hause hinzusetzen, doch allein da hinzukommen und zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, oder ich höre jetzt mal zu, so wie du, ne? Ich höre jetzt einfach mal zu, was hier oben in diesem Gehirn, was Gedanken produziert, was da oben abgeht, ich höre da jetzt einfach mal zu. Allein da hinzukommen, ist ja schon so ein enormer, riesengroßer Schritt und so wichtig und wertvoll, um genau das, wie du es auch eben beschrieben hast, diese Entkopplung von dem, was vorher eben in Abhängigkeit war. Und ich finde, das macht auch diese, also wenn wir Essstörung als Abhängigkeit oder als Sucht oder ähnliches bezeichnen vom Begriff her, dann finde ich immer, das hat so einen Stempel. Doch hinter dem Stempel steckt eigentlich eine Bedeutung. Und ich finde, da steckt so diese Bedeutung hinter von, da sind bestimmte Abhängigkeiten in dir zwischen Gedanken, Gefühlen und Handlungen, wie so Kreisläufe, die entstanden sind. Und die drehen halt die ganze Zeit. Und du kannst aber den Blick nach innen richten, um erstmal einfach nur anzufangen festzustellen, welche Abhängigkeiten zwischen Gedanken, Gefühlen, Handlungen, Verhaltensweisen, Entscheidungen, welche Rädchen existieren in dir. Und diese Rädchen sind im Grunde die Abhängigkeiten in Anführungszeichen, die hinter diesem Begriff Essstörung oder anderen Dingen stehen. Und das kann ich ja nur, wenn ich hinschaue und wenn ich das so wie du mal erlebe, mir zuzuhören und mich zu trauen, also auch ein Stück weit mutig zu sein und auch neugierig zu werden, was da in einem passiert und nicht selber quasi in diesem Status zu bleiben, eines Tages wird es schon vorbei sein. Und ich glaube, was auch wichtig ist, man darf da auch Druck rausnehmen. Also man muss sie nicht dann sofort lieben und toll finden, was man da hört. Nee. Man darf einfach wirklich so diese Achtsamkeitspraxis zu üben und einfach mal neutral zu sein. Einfach mal, man darf auch traurig sein. Und ganz ehrlich, wenn man sich auf diesen Weg begibt, da wird logischerweise ganz viel hochkommen und ganz viel Traurigkeit da sein und ganz viel Schmerz, aber den wird man auch wieder loslassen können. Aber ich glaube auch, also ich glaube zwar mittlerweile, einiges boxt ja irgendwie aus, aber es passiert nicht von alleine. Also irgendwie der Schmerz, der ist nicht auf einmal, der macht nicht Puff, sondern er muss irgendwie wieder rauf bearbeitet werden und da kann man dann loslassen. Der bleibt nicht für immer. Und ja. Total. Oh, ich bin so froh, dass, also ich habe vorhin, als du das gesagt hast, also als du erzählt hast, habe ich die ganze Zeit gedacht, ich bin so froh, dass du lebst, Marlene. Wirklich. Das ist schön. Ich bin wirklich unfassbar froh, dass du bist so ein toller Mensch. Und das ist einfach so, ich glaube auch alle, also ich bin mir sicher, alle, die hören, die zuhören, spüren einfach auch diese riesengroße Liebe, die du in dir trägst und die über deine Worte auch total transportiert werden. Absolut, zu 100%. Das ist sowas von spürbar und das ist einfach so schön. Das ist so schön, weil es zeigt, in was für einer Verbindung du zu dir stehst und in welcher Beziehung und in was für einer intensiven Beziehung du auch zu deinen eigenen Gefühlen stehst und nur deshalb kann es eben auch fließen, deswegen kann es sozusagen überschwappen und deswegen kann es transportiert werden. Und das ist einfach ein unfassbares Geschenk. Und deswegen ist es einfach so schön, dass du da bist. Das musste ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, was auch so, was mir noch irgendwie vorher das Herzensanliegen ist, ich merke das, zumindest wenn ich mich so ein bisschen reinversetze, wo ich damals vor 2-3 Jahren im Podcast gehört habe, es war immer so, okay, bei denen da hat es funktioniert, aber bei mir nie und so. Und ich will einfach wirklich auch jedem, der das hört, so wirklich ans Herz legen. Ich war genau die Person. Ich war nicht irgendwie so
wo man jetzt das große Potenzial drin gesehen hat, das war mein Leben. Mein Leben war die Essstörung. Und da war einfach nichts, da war keine Freude, da war nur Funktionalität da. Also es war, ja, ich war erfolgreich im akademischen Sinn vielleicht, oder, aber da war kein Glück, da war keine Liebe, weder zu irgendwie wirklich aufrichtige Liebe zu anderen, auch nicht zu mir selber. Und ich war genau wirklich an einem sehr, sehr hoffnungslosen Punkt. Und mir ist es einfach so wichtig, so dieses erstens mal nicht einmal süchtig, immer süchtig, sondern Heilung ist möglich für jeden. Und wirklich egal, wie tief du drin steckst, ist, ich glaube, das, was ich in dieser einen speziellen Nacht wirklich gesehen habe, das klingt irgendwie so ein bisschen ja, esoterisch oder so, aber das ist wirklich, dass in jedem von uns ein Kern ist, der einfach komplett unberührt ist und wo wirklich, da ist dieser Frieden. Und der ist immer da. Und da, egal, was wir Schlimmes erlebt haben und egal, wie es in der Familie ausgeschaut hat oder was dir von außen jemand angetan hat, ich glaube, das kann nicht zerbrechen in uns drinnen. Und wir können alle wieder Zugang zu dem finden. Und auch egal, wie lang du schon krank bist, es ist immer die Möglichkeit da, dass du wieder, dass du dich wirklich komplett von diesen Mustern befreist und wirklich komplett. Weil ich finde, es klingt da oft so, zumindest als was ich so gehört habe in den Kliniken, so halbherzige Lösung, so, aber ganz nah und so quasi dein Leben ist verwirkt. Aber das ist nicht so. Sicher denke ich, manchmal denke ich schon so, ja, meine Jugend war halt anders und ich will halt jetzt die Sachen auch teilweise nachholen, ja. Und sicher manches macht mir jetzt nur, ja, ich will jetzt nicht sagen traurig, aber ich habe einfach ein Mitgefühl mit der kleinen Marlene, die da einfach so viel durchgemacht hat. Aber ganz ehrlich, das ist ihm jetzt dann immer wichtig. Ich habe jetzt ein tolles Leben. Ich bin immer noch unheimlich verliebt in meinen Freund. Ich habe ein tolles Zuhause. Ich habe mit meiner Familie habe ich alles klären können. Wir haben eine ganz, ganz liebevolle und schöne Beziehung. Und ich bin wirklich glücklich. Und das ist egal, was davor war. Also im Jetzt, da ist das wirklich, ja, es ist, wie es ist. Und ich bin auch dankbar für das, was war, weil ich glaube, erstens glaube ich nicht, dass mir das irgendwie, ja, das, ich wäre als Mensch, glaube ich, ganz anders, wäre ich nicht durch, wäre ich nicht diesen Weg gegangen. Und ich kann heute sagen, so, das ist ein bisschen wienerisch, aber ich mag mich. Also, ich habe mich also, das so man kann den Frieden wirklich wieder in sich schaffen, egal von wo man herkommt. Und das ist, glaube ich, das finde ich auch super wichtig. Und ich finde auch, es wird einem viel zu häufig, und ich glaube, das ist auch wie eine Mitüberzeugung, also ganz oft, die auch so ein bisschen wie Teil der Essstörung quasi ist. Und zwar diese Überzeugung, die man selber manchmal auch länger hat, weil sie einem gesagt wird, weil sie aber auch schon in einem steckt, glaube ich, dass es entweder ganz, ganz schwer sein muss. Also ich habe früher zum Beispiel auch immer geglaubt, oh Gott, es muss so unfassbar schwer sein, gesund zu werden. Und dadurch konnte ich mir das immer gar nicht vorstellen, weil ich mir selber immer schon die Schwere kreiert habe, wodurch es gar nicht möglich wurde, in meiner Vorstellung gesund zu sein. Das gab es nicht, weil das muss ja so unfassbar phänomenal krass schwer sein, dass ich das nicht schaffen kann. Das hat es immer noch mal schwerer gemacht. Und ich glaube, das ist auch so eine Überzeugung, die viele haben. Plus die Überzeugung, die dann entweder gesagt wird oder halt schon auf fruchtbaren Boden in einem trifft. Ja, du kannst einen Umgang lernen, doch du wirst es immer haben. Also du wirst es quasi wie ein Alkoholiker. Viele machen diesen Vergleich zum Alkoholiker, wobei ich auch daran glaube, dass man heilen kann. Ich habe es auch so ähnlich erlebt wie du, deswegen manchmal habe ich auch gedacht, ich bin Alkoholikerin, gefühlt. Also irgendwie ist es auch so übergeschwappt zwischendurch. Und auch da glaube ich zum Beispiel an Heilung. Ich glaube nicht, dass jeder Alkoholiker sein Leben lang Alkoholiker ist. Und ich glaube auch, dass nicht jeder, der eine Essstörung hatte, für immer essgestört ist oder immer diese Kopplung hat oder immer diese Abhängigkeit in sich trägt. Und das ist vorhin auch so deutlich geworden, wie du das beschrieben hast, wie du das erlebt hast, dass das eben entkoppelt werden kann. Dieses Essen, was wir zu uns führen, als Nahrung in uns durch diesen Mund hineinführen, kann entkoppelt werden zu meinen Gefühlen,
zu meinem Umgang, mit meinen Gedanken, mit meiner Gefühlswelt, mit, egal ob jetzt ein angenehmes oder unangenehmes Gefühl, es gibt keine Beziehung mehr zwischen dem Essen und meiner Innenwelt, sondern ich bin mit dem, was ich da empfinde und was ich da denke und fühle. Und ich wünschte, dass dieses Entkoppeln in den Vordergrund von jeglichen therapeutischen Konzepten gestellt werden würde, damit ja ausschließlich und primär daran gearbeitet wird, dass dieses Bewusstsein dafür entstehen kann und dieses Verständnis und das eigene Mitgefühl sich selbst gegenüber, da stressfrei und ohne Druck daran zu arbeiten, das wieder zu entkoppeln und zu schauen, okay, das bin ich, das ist das Essen, was ich essen kann, doch ich bin ich. Also konzentriere ich mich darauf, das hier kennenzulernen, wer ich bin, und lass das Essen mal das Essen sein. Das ist irgendwie, was so bildet sein wird, das ist so, mir sind die Kliniken oft so vorkommen, wie du, das ist jetzt so ein Unkraut oder irgendeine Dornenpflanze mit einer urstarken Wurzel und du baust dir dann so einen Zaun rundherum. Mhm. Und wenn du immer nur Essenspläne schreibst und immer nur damit beschäftigst, okay, Frühstück abgehakt, passt, mein nächstes Problem ist Mittagessen überstanden, okay, abgehakt, dann baust du so einen Zaun einfach, okay, du warst, der darf nicht hingehen, passt, wenn die zu nahe kommen, okay, wieder Abstand und so. Und so ist der Umgang dann damit. Aber du musst halt wirklich die Pflanzen ausreißen und du musst deinen Schmerz einfach, ja, loslassen. Mhm. Und anders, und ich glaube, das ist er, das, warum es jeder loslassen kann. Weil jeder, der Zugang zu dieser Quelle hat, wo dieses ganze Leid immer wieder herkommt, wo das immer wieder genährt wird, wenn du zu dieser Quelle wirklich Zugang hast, lernst, was hat mich verletzt, was ist das da in mir, und das auch annimmst, dann kannst du in jedem Stadium deines Lebens ja dich davon befreien. Ja, ja, komme. Und dann ist es ja auch dieses Leben, es kann alles passieren, es können Krisen kommen, es kann alles im Außen passieren, es hat nichts mit dir zu tun. Und du bist derselbe Mensch in einer Krise oder auch ohne eine Krise. Du bist ein Mensch, der geht durch dieses Leben und da passieren Dinge im Außen. Doch du kannst da überall durchgehen, so wie jeder andere Mensch auch. Ja. Das finde ich auch so wichtig zu erkennen oder anzuerkennen, dass wir wirklich auch alle gleich sind. Dass es niemanden mit dieser Superpower gibt und deswegen können die besser oder schneller einen Weg gehen, sondern dass wir alle in dem Sinne dieselben Voraussetzungen haben, um eben diesen Weg zu gehen durch die Erfahrung einer Essstörung. Dass wir dafür keine Superpower brauchen, sondern dass wir dafür im Grunde nur, was ist nur, also wir brauchen diesen Zugang zu uns selbst. Doch da wir den jeder, der atmet, hat diesen Kern, den du beschrieben hast. Und deswegen glaube ich auch, hat jeder diese Fähigkeit, den Zugang zu diesem Kern für sich wieder zu entdecken, unabhängig von irgendwelchen anderen Lebensbereichen, berufliche Stellungen, finanziellen Umständen, was auch immer. Ich glaube, dass wir alle einen Weg gehen können, der dahin zurückführt, zu dieser Verbindung, zu dem Kern. Und ich glaube, was wichtig ist, so, ich glaube heutzutage wirklich nicht mehr dran, dass wir irgendwie, okay, keine Ahnung, ob es irgendwie jetzt, vielleicht kommen sie in ein paar Jahren drauf wissenschaftlich, dass es Prädispositionen für Essstörungen gibt. Ich glaube, so ein bisschen was gibt es eh schon in die Richtung. Aber ich glaube, nur weil ich jetzt die Essstörung gehabt habe, ich bin nicht irgendwie anders oder für mein Leben gezeichnet. Ich kann dieselben Dinge machen wie Menschen, die eine total schöne, wundervolle Jugend gehabt haben. Ja? Ich habe genauso meinen Masterabschluss gehabt, ich habe genauso mein, weißt du, weil ich glaube, oft, wenn man sowas Schlimmes erlebt, man denkt dann so, oh Mann, das Trauma, das werde ich so lange mit mir rumtragen und das wird irgendwie immer so wie so ein Mal auf meiner Stirn sein und das wird mir immer irgendwie prägen auf eine Weise. Und natürlich prägt mir mein Weg, ja, aber nicht in irgendeiner traurigen, verzweifelten, hoffnungslosen Weise, sondern es trübt meine Lebensfreude oder mein Glück überhaupt nicht. Und ich denke, wenn es was macht, dann schon eher, dass ich mich mehr über die kleinen Sachen freuen kann. Dass für mich Sachen, die für den anderen ganz normal sind, dass ich die viel mehr wertschätzen kann. Aber ich glaube, das ist ja ganz wertvoll zu sagen,
man ist nicht beeinträchtigt durch das, was einem passiert hat. Also das ist, wenn man das mal loslässt und ja, wie du sagst, wir sind alle gleich und wir sind nicht nur alle gleich, die diese Essstörung quasi haben, jeder kann gesund werden, sondern wir Menschen sind alle gleich und ja, egal, was für Vergangenheit du hast, du kannst dein Leben in die Hand nehmen und du kannst dir das Leben kreieren, das du dir für die erträumst und du darfst groß denken und groß träumen und egal, auf was für eine Stufe du gerade in deinem Leben stehst oder gefühlt stehst oder so. Und, ja. Absolut. Was mich noch total interessiert ist, wann bist du denn oder wie bist du denn überhaupt dann auf den, also irgendwann hast du ja gesagt, hast du den Podcast gehört. Wann und wie bist du dem Podcast begegnet oder wie kam er zu dir? Ich glaube, ich bin auf die gekommen, weil ich, vor, also 2016 oder 17 war das, glaube ich, so in dem Zeitraum, da habe ich angefangen, den Podcast von Laura Marlina Seiler zu hören. Und vertue ich mich da jetzt? Oder ich weiß nicht, aber du warst doch mal in einem Interview bei ihr, oder? Oder ich bin ich über sie auf dich gekommen? Ich habe irgendwie so im Kopf, dass du bei ihr im Interview warst. Und dann irgendwie, ja. Oder sie war bei dir. Sie war bei dir auf jeden Fall auch, das war sie. Ja. Und irgendwie so bin ich dann habe ich erst überhaupt einmal entdeckt, was ist dein Podcast? Und dann warst du ja gleich ganz oben in der Liste. Also es war irgendwie, glaube ich, so ein bisschen eine Fügung. Und Da war ich noch gar nicht so, ja, das war alles auch noch vor, bevor ich meinen Freund kennt habe, bevor ich so wirklich Ding, aber Da hat es auch schon da gegeben. Ich habe mich einfach davon, ich sage jetzt mal so, berieseln lassen. Ich habe einfach das angehört, habe daneben irgendwas gemacht, habe dann auch schon eine Essstörung gehabt, aber habe da schon quasi meine Gedanken vielleicht neu ausgerichtet und habe neue, ja, und ich glaube, wofür ich ja von Herzen dankbar bin, also für die, an dich einfach Danke sagen willst. Ich glaube, du warst also die Erste, die mir so aufgezeigt hat, was, dass es eben nicht nur Kampf sein muss, dass es eben auch, dass es viel mehr um Loslassen geht und dass es viel mehr um Annehmen geht und Entdecken, was will mir die Erstörung eigentlich zeigen. Weil ich bin da zu dem Zeitpunkt wirklich nur aus einer Ecke, sag ich jetzt einmal, gekommen, wo alles nur, wie du sagst, es ist schwer, es ist, der Weg raus ist hässlich, er ist kämpferisch, er ist ja, steinig. Und bei dir war das dann so, wow, das ist eigentlich so ein Weg, der mich zu mir selber zurückführt. Und ich muss nicht nur irgendwas, ja, also das war, ich kann mich erinnern, das war echt wie so eine neue Welt irgendwie so. Auf einmal war so dieser Gedanke, was darf ich lernen aus dieser Sache? Und nicht, okay, wie kann ich dieses Monster in mir bekämpfen? Weil ich habe ja, und ich glaube, deswegen hat das auch in der Klinik nie so gegriffen, weil ich doch immer gespürt habe, dieses Monster, diese Essstörung, das ist ja ein Teil von mir. Und wenn ich den Teil von mir bekämpfe, irgendwie bekämpfe ich mich dann auch selbst. Und eben, es geht darum, diesen Teil zu verstehen und nicht ihn zu besiegen und irgendwie nur, ja, keine Ahnung, der Teil will uns ja eigentlich nichts Böses. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt auf diesem Weg, dass man die Essstörung in einem neuen Licht sieht. Mhm. Ja. Ja. Oh, das bedeutet mir wirklich die Welt. Das bedeutet mir so viel, was du mitgenommen hast, also aus diesen vielleicht ersten Folgen oder generell Folgen, weil das hat auf meinem Weg auch alles verändert, also komplett quasi, die komplette Einstellung zu generell der Thematik Essstörung, zu dem eigenen Gesundwerden, zu jedem Schritt, den ich dann gegangen bin, zu jeder Therapiestunde, alles war anders. Mit dieser Haltung hat sich einfach wirklich alles verändert. Und ja, genau aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast, du kämpfst gegen dich selbst, solange du irgendeinen Funken von Kampf und Abwehr gegen die Essstörung in dir trägst. Ja. Und dann bei einem Kampf gibt es immer einen Gewinner oder Verlierer. Und ja, so funktioniert es. Oder hat es für mich auf jeden Fall auch nicht funktioniert. Und ich glaube auch, dass es viel, viel mehr diese Möglichkeit ist, beziehungsweise auch so ein Stück weit dieser Weckruf vom Leben, der sagt, Mann ey, die schläft ja richtig tief. Die braucht irgendwie auch was, was sie halt aufweckt. Und dann, ja, der eine hat vielleicht
ja, keine Ahnung, einen Beinbruch beim Skiurlaub und der andere hat eine Essstörung oder der nächste hat eine Depression oder hat einen Burnout oder andere Dinge. Es sind alles Begriffe, die beschreiben aber einfach ein Ungleichgewicht in dieser Innenwelt. Und dann gilt es, dem Beachtung zu schenken und dieses Ungleichgewicht anzuerkennen und auch anzuerkennen, oh ja, okay, irgendwie führe ich mein Leben nicht so, wie ich es eigentlich möchte. Solche Dinge auch in diesem Ungleichgewicht zu erkennen, um zu sagen und sagen zu können, dann muss ich jetzt andere Entscheidungen treffen. Dann treffe ich jetzt andere Entscheidungen, die viel mehr darauf ausgerichtet sind, wieder in Gleichgewicht zu kommen. Ja. Und wenn ich in Gleichgewicht bin, dann brauche ich auch diese Mechanismen, um mein Ungleichgewicht auszuhalten, brauche ich dann nicht mehr, wenn ich im Gleichgewicht bin. Und ich glaube, was ich also aus der Essstörung irgendwie so mitgenommen habe, ist ja eben ein ganz anderes Bewusstsein. Und für das bin ich ja unheimlich dankbar. Bewusstsein für meine Gefühle, Bewusstsein auch fürs Leben. Und ich glaube, das ist was viele unterschätzen, wie wertvoll, dass das eigentlich richtige Gabe ist, wenn man eigene Emotionen wirklich spüren kann und wirklich auch damit arbeiten kann, eben wie du sagst, wenn ich eine Unzufriedenheit empfinde oder wenn ich gestresst bin. So, ich glaube, mittlerweile bin ich wirklich wieder ein Mensch, ich habe hohe Ansprüche, jetzt nicht im negativen Sinn, hohe Ansprüche ans Leben, dass ich glücklich bin, dass ich mein Leben mit Leichtigkeit lebe und dass es nicht schwer ist. Und ich glaube, sehr viele leben heutzutage wirklich auch in dieser Leistungsgesellschaft mit dem Gedanken, ja, ich bin zwar nicht glücklich, aber es ist halt so und es muss halt, also Arbeit macht halt keinen Spaß und ich kann auch nichts verändern. Das ist halt nur mal diese Tretmühle, in der man ist oder man einfach, ich glaube, oft funktionieren Menschen auch nur so, weil sie eben vielleicht nie in diese Lage gekommen sind, dass es bei mir jetzt ja wirklich einen Knall geben, ja, also diese Essstörung, das war ja wirklich wie ein Knall, wie du sagst, ein Weckruf, der mich daran erinnert hat, wirklich, ja, mir auch nochmal gezeigt hat, was wichtig ist und mich auch dahin geführt hat zu sehen, was für Prioritäten ich eigentlich in meinem Leben setzen will. Und dass der akademische Erfolg, der Erfolg im Beruf für Geld oder irgendwie sowas, dass das eigentlich am Ende nicht das ist, wonach wir alle streben sollten, sondern ja, dass eben das Glück und die Zufriedenheit eigentlich wo ganz woanders liegen. Und dass das eigentlich schon Leben schon richtig, richtig toll und schön ist, wenn man einfach gesund ist und wenn man einfach, ja, mit sich selbst einfach sein kann. Und ja, total. Ja. Ja, das ist ein riesengroßes Geschenk. Oh, ich danke dir so sehr für deine Worte und für deine, ja, wie du die Dinge erzählt hast, wie du uns Einblick gegeben hast in deine Welt und auch in deine Entwicklung, in deine ganz eigene individuelle Entwicklung, Reise durch dieses Leben bisher. Es geht ja weiter. gibt es noch irgendetwas, was dir noch ganz wichtig ist oder was dir noch auf dem Herzen liegt oder was du einfach noch sagen möchtest oder mitgeben möchtest, was alle auf jeden Fall, die jetzt die Zeit mit uns verbracht haben, was alle noch mitnehmen dürfen? Es gibt irgendwie so viel. Ich merke gerade irgendwie, es ist gar nichts, was ich sagen will, aber ich merke es im Gespräch, da kommt irgendwie so der Wunsch, ich würde am liebsten zu jedem Einzelnen, der diesen Podcast hört, hingehen und einfach jeden umarmen und einfach sagen, du schaffst das und zweifle nicht dran. Und das Leben, das ist großartig und das wird auch für dich großartig sein. Und das ist einfach, das ist kein Wunder. Das Leben ist ein Wunder, aber die Heilung an sich, das ist auch wundervoll. Aber weißt du, das ist nichts Magisches. Das ist für jeden von uns bestimmt. Und ja, ich wünsche mir einfach so sehr, dass jeder, der nur unter einer Essstörung leidet, sage ich jetzt mal, einen neuen Zugang zu dieser Krankheit für sich findet und die Chance darin sieht, die Chance darin, ja, wieder mehr aufs eigene Herz zu hören, das Ventil endlich zu öffnen, einfach alles rauszulassen, was nicht zu einem selbst gehört, weil der Schmerz und alles, was dir runterzieht, das Leid, das gehört eigentlich nicht zu dir. Das darfst du nur mal
fühlen, du darfst daraus mitnehmen, was du mitnehmen willst, aber es ist kein Teil von deiner Seele oder von wie man es auch immer nennen will. Und ja, in dir drin ist schon alles, was du brauchst, um gesund zu sein. Ich finde, das ist also wertvoll und was man eh oft hört, aber wirklich, wir haben alles in uns und du brauchst nichts. Und ja, für jeder braucht vielleicht was anderes, aber du hast schon alles und ja. Und die Umarmung wird er nur jedem geben. Ja. Oh, so schön. Ich hoffe, ich habe gerade gedacht, ich hoffe, dass wir uns wirklich alle mal irgendwo sehen. Auch alle Podcast-Hörer, Hörerinnen, alle, die jemals schon zu Gast waren im Podcast, dass wir irgendwann mal irgendwo auf dieser Welt zusammenkommen und man sich halt wirklich mal umarmen kann. Und ja, auch so lange, wie man möchte, im Arm liegen bleiben kann. Weil es ist einfach... Ich finde es so immer schon eine sehr intensive Begegnung. Auch jedes Interview ist irgendwie eine intensive Begegnung und wunderschön. Und deswegen stelle ich mir auch die echten Begegnungen, wenn man sich dann wirklich auch umarmen kann, sehr besonders vor. Also ich glaube, das sind so sehr besondere Momente, die wir mit Sicherheit irgendwann erleben werden. Ich glaube, das spricht da dann wirklich, man begegnet sie so wirklich mit offenem Herzen. Es gibt sowieso sehr oberflächliche Unterhaltungen im Alltag und ich denke, so über die eigene Geschichte zu reden, über das wir auch gerade gesprochen haben, da ist wirklich, da ist das Herz ganz weit offen und da ist wirklich es bedeutet mir unheimlich viel, dass ihr das jetzt einfach teilen habt dürfen und ja. Es war einfach wunderschön, dich hier zu haben, dich zu Gast zu haben. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Ich verlinke auch alles, damit Fragen, Nachrichten, Gedanken, Worte mit dir geteilt werden können. Verlinke ich auch dein Profil natürlich in den Shownotes, sodass dir jeder schreiben kann, der etwas sagen möchte oder dir eine Nachricht hinterlassen möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass da bei vielen jetzt Dinge so zum Laufen gekommen sind oder dass die Gedanken auf jeden Fall in jegliche Richtungen wahrscheinlich angestoßen wurden oder auch zur Selbstreflexion inspiriert und ermutigt wurden. Was ich glaube auch so das Geschenk vom Podcast ist, dass diese Worte, die gesprochen werden, die regen hier oder da an unterschiedlichen Stellen, regen die Gedanken an. Und dann stelle ich mir das immer wie so ein Domino-Effekt vor, dass so bestimmte Dinge anfangen, ins Laufen zu kommen. Und manchmal erst später, manchmal sofort, doch die hinterlassen auf jeden Fall was. Und das sind einfach diese Worte, die woanders wieder etwas in Gang setzen. Und das, dafür danke ich dir, dass du das heute mit mir zusammen dass wir das heute zusammen gemacht haben. Es war mir eine unfassbar große Freude und Ehre. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal umarmen können. Das hoffe ich auch. Es war total schön. Es freut mich unheimlich. Ich habe nur Gänsehaut. Danke. Ich danke dir. Mein Herz war schon nach der Podcast-Aufnahme mit Marlene mega erfüllt. Und jetzt, nachdem ich die Folge geschnitten habe und somit ja auch nochmal den ganzen Inhalt erneut angehört habe, um die Shownotes dafür zu schreiben, hatte ich wieder so ein unfassbar tiefes, erfülltes Gefühl in mir und ein Strahlen im Gesicht, weil Marlene einfach ein so riesengroßes Herz hat, was durch ihre Worte hindurch übertragen wird und einfach deutlich wird, ihre Verbundenheit zum Leben, zu ihrem Herzen, zu sich selbst. Das ist einfach so unfassbar schön ich konnte es sehen, doch auch zu hören. Das ist einfach so ein wundervolles Gefühl. Und ich wünsche jedem Menschen, der durch eine Essstörung geht, auch erst einmal anzunehmen, dass es eine Entwicklungsmöglichkeit ist und dass du unfassbar viel auf diesem Weg durch eine Essstörung lernen darfst und dass du dich dadurch
natürlich mit dir auseinandersetzen darfst, um genau diese Selbsterkenntnisse zu haben, dich selber verstehen zu lernen und dann wiederum mit ganz, ganz vielen Geschenken deinen Lebensweg weiterzugehen. Und dieses Symptom, das wird quasi peu à peu aus deinem Leben schleichen, so wie es auch in dein Leben geschlichen ist, je mehr du selbst wirst, je mehr du auf dich achtest, je mehr du in Verbindung mit dir bist, je mehr du selbst bist und sein kannst und keinen Anteil von dir selbst leugnest, unterdrückst, betäubst oder sogar hasst. Und deshalb ist es so wertvoll aus meiner Sicht, diesen riesengroßen Kampf abzulegen und eine veränderte, neue innere Haltung anzunehmen. Und du kannst ja kämpfen, doch häufig, in den meisten Fällen, ist dieser Kampf und die Kampfhaltung negativ behaftet. Doch natürlich fühlt es sich immer an wie ein Kampf. Vielleicht ist auch der erste Schritt für dich, selber zu sagen, ich bin eine friedvolle Kämpferin oder ich bin ein friedvoller Kämpfer. Ich komme mit einer Haltung von Frieden und gehe diesen Weg. Und ich bestreite diesen Weg und ich werde diesen Weg schaffen, denn ich bin ein friedvoller Kämpfer. Denn im Grunde kämpfst du ja für Frieden. Du setzt dich für dich selber ein, um innerlich Frieden zu erschaffen und eben nicht mehr im Kampf zu sein. Von daher ist es vielleicht auch dein erster Schritt, anzunehmen und dieses Verständnis dafür zu entwickeln, was es eigentlich bedeutet, für dich zu kämpfen, ob das super negativ behaftet ist oder ob du schon annehmen kannst, ich komme in Frieden und ich setze mich für mich selber ein und es geht hier um mein Leben und ich entscheide mich dafür, mich für mein Leben einzusetzen, in Frieden. Es waren bei dieser Folge so unfassbar viele Nachrichten und Botschaften mit dabei, bei denen ich mir ganz sicher bin, dass du super wertvolle Dinge für dich mitgenommen hast. Teil diese, wie gesagt, gerne über Social Media, über jegliche Kanäle, über E-Mail. Meld dich bei Marlene, gib ihr Feedback dazu. Sie ist einfach ein wundervoller Mensch und ich danke ihr auch hier nochmal von ganzem Herzen für ihre Worte, für ihren Input, für ihre Lebenszeit und zu ihrem Blog. Sie hat auch einen Artikel geschrieben über ihren Weg aus der Essstörung. Ich habe dir auch den ersten Teil davon in den Shownotes verlinkt. Natürlich auch den Link zu ihrem Blog oder auch zu ihrem Instagram-Profil, falls du mehr da unterwegs bist. Du findest auf jeden Fall alles, was du wissen kannst und möchtest, findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig auf die nächste Podcast-Folge, die mit dir zu teilen. Es wird hier im Podcast in 2 Wochen die nächste Folge geben. Und die 4. Podcast-Folge pro Monat ist ja seit 2 Monaten eine exklusive Podcast-Folge für alle Community-Mitglieder, die den Podcast bei Steady unterstützen. Falls du also sagst, ich möchte jede Woche und ich möchte auch diese 4. Folge im Monat haben, denn in der 4. Folge gibt es auch kein Interview, sondern es ist eine Coaching-Folge. Letztes Mal gab es eine Meditation, eine Übung, Coaching-Input zum Thema Fülle. Und dieses Mal wird es eine EFT-Session geben. Ich freue mich schon total darauf, die EFT-Session zu leiten, zu teilen, aufzunehmen. Das wird nämlich ganz, ganz großartig. Von daher fühle ich herzlich eingeladen. Du kannst dich gerne bei Steady als Unterstützer, Unterstützerin vom Podcast anmelden und dann bekommst du automatisch per E-Mail Bescheid, sobald die 4. Coaching-Session-Folge für den Soul Food Journey Podcast online ist und hast den Zugang dann per E-Mail und kannst ganz entspannt die Coaching-Folge hören. Ja, das wollte ich dir nochmal sagen und mit euch teilen. Jetzt überlege ich gerade noch, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht. Ansonsten erzähle ich das wahrscheinlich noch bei Instagram in der Story, falls mir noch irgendwas einfällt, was ich vergessen haben sollte. Und hier im Podcast, bis in 2 Wochen, ein Hoch auf uns, deine Kira.